So, und ich übergebe einmal an Frau Dr. Egger. Und die Maus, genau, ich muss eine Sache kurz gucken. Können Sie ganz kurz, ich muss gucken, wie ich die Teilnehmer generell zulasse, sonst machen wir zu viel in der Wunsch. Wunderbar. Ja, also dann guten Abend. Also wir freuen uns, dass wirklich so viele das Thema offensichtlich berührt. Es haben sich jetzt inzwischen schon 186 Teilnehmer angemeldet. Das freut uns sehr. Und wir wollen eben einige Dinge über Endometriose, die uns auch im Alltag beschäftigen, berichten und mit Ihnen teilen und hoffen, dass wir vielleicht auch ein paar Fragen beantworten können. Wie komme ich denn weiter? Ah, mit der Maus. Einfach nach unten. Ja, Geht nicht. Jetzt ist. Ach, Entschuldigung. und zunächst vielleicht einmal die Frage, was Endometriose denn eigentlich ist, weil grundsätzlich hat Endometriose viele Gesichter, viele Symptome und irgendwie ist er auch bei jeder Patientin ein kleines bisschen anders. Und ganz einfach gesagt ist Endometriose einfach Gebärmutterschleimhaut an Orten, wo sie nicht sein soll, also außerhalb der Gebärmutter. Wie es dazu kommt, das weiß keiner so ganz genau. Viele Theorien haben wir inzwischen. Die vermutlich am häufigsten genannte Theorie ist die, dass irgendwie bei der Menstruation, also wenn die Frau ihre Tage hat, auch Blut in die Bauchhöhle zum Beispiel fließt. Das tut es aber effektiv bei jeder Frau. Das ist nichts Besonderes. Das ist jetzt nicht nur bei der Endometriose-Patientin, sondern das kann eigentlich immer stattfinden. Aber bei einigen entwickelt sich eine Endometriose daraus. Insofern muss noch irgendwas anderes sein, sodass man auf die Idee gekommen ist, die Ursache könnte auch eine Metaplasie sein. Metaplasie in dem Sinn, dass eigentlich Zellen, die normalerweise in der Bauchhöhle vorkommen, sich plötzlich in Endometriosezellen eben umwandeln, dann weiß man, dass die Gebärmutterschleimhaut und die Endometrioseherde genetisch eigentlich auch unterschiedlich sind von Patienten, die keine Endometriose haben. Es gibt gewisse Enzyme, die da vorhanden sind, die bei gesunden Patienten nicht vorhanden sind. Dann glaubt man, dass es aber auch irgendwelche Faktoren geben könnte, die das induzieren, die also eine Gewebeveränderung befürworten können in der Bauchhöhle. Nachdem Endometriose unter Umständen auch sehr starke Schmerzen macht, gibt es auch immer wieder die Theorie, dass es eine Fehlfunktion sein könnte von dem ganzen autonomen Nervensystem. Definitiv ist das Immunsystem in irgendeiner Form daran beteiligt, weil es lassen sich sehr viele verschiedene Entzündungsmediatoren in der Flüssigkeit in der Bauchhöhle bei Frauen mit Endometriose nachweisen. Für die Sonderform der Endometriose, nämlich derjenigen, die sich in der Gebärmutterwand befindet, die sogenannte Adenomyose, glaubt man, dass es zu Verletzungen kommt in der Gebärmutterwand und dass sich dann die Gebärmutterschleimhaut da sozusagen hinvorarbeitet. Was wir wissen, ist, dass in irgendeiner Form sicherlich Blut also in die Bauchhöhle fließt, dass aber auch bei der Endometriose-Patientin vermehrt entzündliche Stoffe da sind, die zu einer Aktivierung von weiterer entzündlicher Stoffe führen. Und da ist das Östrogen also ganz stark daran beteiligt, das auch noch nach vorne zu pushen, dass also noch mehr entzündliche Stoffe produziert werden. Entzündliche Stoffe haben immer die Nebenwirkung, dass sie auch zu Gefäßneubildung führen. Und was man definitiv auch weiß, es werden bestimmte Proteine gebildet. Diese Proteine, die führen dann letzten Endes zu einer Narbenbildung in der Bauchhöhle und können auch schwere Verwachsungen machen. Wir wissen auch inzwischen, dass sich in der Spülflüssigkeit, in der Bauchhöhle von Frauen mit Endometriose vermehrt sogenannte Adhäsionsmoleküle befinden. Also Moleküle, die dafür verantwortlich sind, dass ein Gewebe mit einem anderen Gewebe zusammenwächst. Und die sind auch dafür da, dass die Endometriose wirklich weit tief in verschiedene andere Organstrukturen wie den Darm oder die Blase richtig hineinwachsen kann. Obwohl sie ja eigentlich andere Kriterien von jetzt bösartigen Erkrankungen keineswegs erfüllen würde. Eigentlich ist eine bösartige Krankheit immer eine Krankheit, die irgendwo hineinwächst. Die Endometriose ist aber keine bösartige Erkrankung, aber trotzdem hat sie das gleiche Potenzial. Die Symptome der Endometriose, das ist eigentlich das, was uns die Patienten alltäglich berichten, kann man erstmal sagen, es gibt die sogenannten 4Ds, wobei es nur die lateinischen Namen einfach nur sind. Wichtig ist, dass die Menstruationsblutung schmerzhaft ist. Und eine schmerzhafte Menstruationsblutung, die eigentlich regelhaft mit Medikamenten behandelt werden muss, die ist einfach nicht normal. Schmerzen beim Verkehr kann es geben, das ist die Dyspareunie, Schmerzen beim Stuhlgang, das ist die Dyschezie, oder Schmerzen beim Wasserlassen, das ist die Dysurie. Und ein weiterer
begleitender Faktor ist oft ein unerfüllter Kinderwunsch. Das heißt nicht, dass jede Endometriose-Patientin jetzt alle vier Symptome aufweisen muss. Das heißt aber für uns als Ärzte, dass wir bei diesen genannten Symptomen zumindest mal an die Endometriose denken müssen, sollten, können. Das wäre schon ganz wichtig. Manchmal präsentieren sich die Frauen auch nur mit einem Symptom, haben weniger Symptome. Und der Kinderwunsch ist keineswegs bei allen unerfüllt. Also ein unerfüllter Kinderwunsch ist jetzt keine Voraussetzung dafür, sondern das kann nur auch mit auftreten. Der Leidensweg von Endometriose-Patienten ist leider immer noch sehr, sehr lange. Es liegt natürlich auch damit dran, weil oft gesagt wird, ja, es ist eigentlich ganz normal, dass eine Endometriose, dass man bei der Menstruation irgendwelche Schmerzen hat oder Ähnliches. Und das ist doch gar nicht so schlimm und jetzt hab ich nicht so, das haben die anderen auch alle. Ja, wenn man also immer Medikamente braucht und sich regelrecht krank fühlt, dann ist es einfach nicht normal. Und dementsprechend ist es so, wenn die Patienten schon relativ frühzeitig, also wenn sie weniger als 20 Jahre alt sind, das ist ganz links jetzt hier auf der Grafik abgebildet, an Endometriose erkranken, dann ist der Leidensweg besonders lange. Also dann dauert es von dem ersten Symptom bis zur Diagnosestellung, dauert es dann letztlich fast 12 Jahre. Je älter die Patientin ist, desto kürzer. Es ist also offensichtlich schon ein bisschen so da, dass die ältere Patientin deutlich ernster genommen wird als die jüngere Patientin. Das muss man ganz klar sagen. Und dann ist natürlich auch noch eine gewisse Sorge, dass man eine jüngere Patientin, 15, 16, operiert und man findet vielleicht nichts. Das sind, glaube ich, so die Hauptursachen, warum der Leidensweg dann oftmals relativ normal, relativ lang ist. Dann die Symptome, die sind aber zumeist sehr wegweisend. Nein, das ist ein Weg. Die Symptome, die sind eigentlich immer sehr wegweisend. Und es ist jetzt eine Studie gewesen, die ging über Teenager. Und wenn Teenager einfach über ganz unspezifische Schmerzen berichtet haben, die sie regelrecht krank gemacht haben. Für die Weg. Ja, zurück, ne? Wenn Teenager über ganz unspezifische Schmerzsymptome aber dauerhaft berichtet haben und man hat tatsächlich im Bauchgelenk geguckt, dann konnte man ja immerhin über 60% der Fälle eine Endometriose nachweisen. Wenn therapieresistente, also Schmerzen, die eigentlich auf Analgetika wie Ibuprofen, Diclofenac oder so nicht mehr angesprochen haben, da waren, dann haben 3/4 aller Patientinnen schon eine Endometriose. Dann, wenn sie über Dysmenorrhoe berichtet haben, also starke Schmerzen, wenn sie ihre Tage hatten, dann war auch in 70% der Fälle eine Endometriose nachweisbar. Wenn ich einen chronischen, dauerhaften Unterbauchschmerz habe, der auf Schmerzmittel aber anspricht, dann ist es immerhin noch in der Hälfte der Fälle mit einer begleitenden Endometriose eben. Also eigentlich brauche ich gar nicht so viel Angst vor der Bauchspiegelung zu haben, weil insbesondere bei therapieresistenten Beschwerden wird man bei 3/4 aller Frauen tatsächlich eine Endometriose finden und dafür lohnt es sich auf jeden Fall, einmal die Diagnose zu sichern und auch operativ zu therapieren, denke ich. Was machen wir tagtäglich als Diagnostik? Wir machen sehr viel Ultraschall. Und den Ultraschall, den kann man nicht ganz gewöhnlich machen, indem man einfach nur einmal die Gebärmutter und die Eierstöcke anschaut, sondern man muss den Ton ein bisschen diffiziler gestalten, weil die Endometriose kann überall sein. Die peritoneale, also die Endometriose, die rein am Bauch verliegt, die ist im Ultraschall und auch dem MRT eigentlich sehr schlecht zugänglich für die Diagnostik. Sehr gut zugänglich ist aber die sogenannte tief infiltrierende Endometriose. Ich habe jetzt einmal ein Beispiel gebracht. Das ist eine Patientin, die hat eine sehr ausgeprägte, tief infiltrierende Darmendometriose gehabt. Das ist also praktisch zwischen Scheide und Darm gab es da einen Endometrioseknoten. Und den konnte man im Ultraschall eigentlich sehr gut darstellen. In Rot habe ich jetzt einfach mal die Darmwand angemalt und alles, was hier so grün umringelt ist. Das ist tatsächlich der Endometriose-Knoten gewesen. Das ist durchaus eine große Strecke und man kann sich also sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass es sehr schmerzhaft war. Das ist im Ultraschall eigentlich so gut zu sehen und mit den neuen Geräten noch besser, dass ein MRT tatsächlich nur sehr selten erforderlich ist. Und wenn man ein MRT macht, dann ist es aber auch wiederum wichtig, dass man mit dem Radiologen gesprochen hat oder dass die Radiologen wissen, nach was wir suchen. Weil ein Becken-MRT ist nicht immer das Gleiche. Ich brauche eine gewisse Achse, die eingehalten werden muss und ich brauche auch gewisse Sequenzen, die gefahren werden müssen, damit ich die Endometriose überhaupt entdecken kann. Ansonsten habe ich zwar ein schönes Becken-MRT, aber vielleicht trotzdem eine ausgedehnte, tief infiltrierende Endometriose, die ich nicht sehen kann. Wenn wir unsere Diagnostik gemacht haben,
dann ist der nächste Schritt immer einmal der, dass wir schon auch in den Bauch schauen wollen, um zu sehen, was da ist. Und da ist es ziemlich wichtig, dass man ganz genau schaut. Ich habe dieses Bild extra nochmal vergrößert, weil die Herde sind ganz klein teilweise. Aber wenn die Endometriose neu ist, dann sehe ich hier nur so ein kleines Läschen. Aber das ist eine Endometriose, die, wenn ich nicht wegmache, bleiben wird und die dann auch weiter einwachsen wird und die dann auch chronisch werden wird. Also deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass ich das gesamte Bauchfell wirklich auch absuche nach eventuellen Herden. Und wichtig ist auch, dass eigentlich nur diese neuen Herde, diese frischen, die sprechen relativ gut an auf die Hormontherapie. Hormontherapie, also mit Gestagenen. Alle anderen Herde, diese Herde, die ja dann jeder sieht, weil sie schon dunkel und schwarz sind, diese Herde, die sprechen schon deutlich schlechter auf eine Hormontherapie an. Wichtig ist auch, dass typischerweise eigentlich immer verschiedene Altersstadien der Endometriose im Bauch gefunden werden können. Also ich kann so Narben finden, aber wenn ich Narben finde, dann muss ich eigentlich immer auch nach diesen Dingen suchen, weil die Endometriose geht immer weiter. Also die muss ich auch irgendwie finden. Und wichtig ist schon, dass wenn ich operiere, dass ich auch tatsächlich alles entferne. Eine inkomplette OP führt nicht zu Schmerzbefreiung, in keinem Fall. Solche Endometrioseherde, das ist, was ich vorhin erwähnt habe, dass der Körper produziert verschiedene Stoffe, die dann zu einer ganz festen Gewebsumbildung, zu einer richtigen Narbe führen und die alles Gewebe, was drumherum ist, zusammenzieht. Und diese Endometriose, die kann ich eigentlich mit den Hormonen gar nicht mehr erreichen. Die wird nicht mehr ansprechen auf die Hormone. Endometriose, das habe ich vorhin im Ultraschall gezeigt, die kann auch ganz tief ins Gewebe einwachsen. Hier ist sie Gott sei Dank noch eher oberflächlich. Hier war es leider eine Patientin, da ist tief in den Darm eingewachsen. Und nachdem es aber der Diagnostik relativ schlecht zugänglich war, weil es weiter oben war und auch in den Darmspiegelungen wurde nie was gesehen, was aber ganz typisch ist, dass man eigentlich nichts sieht. Das haben wir erst während der Operation gesehen, wie ausgedehnt der Befund tatsächlich ist. Und das muss man dann für eine Schmerzbefreiung natürlich entfernen. Endometriose wird in seltenen Fällen auch mal zum Notfall, weil die Endometriose eben zu blöden Verwachsungen führt und diese Verwachsungen, die können auch einreißen. Und im Rahmen dieses Einreißens kann es dann zu Blut im Bauch kommen und die Patienten stellen sich dann eben stärksten Schmerzen vor und wir können im Ultraschall eigentlich schon einen Haufen freier Flüssigkeit sehen. Und das ist eben der große Unterschied zwischen der Patientin, die keine Endometriose hat, die ist hier auf der rechten Seite, die kann ich hier die Gebärmutter sehen, die Eileiter, die Eierstöcke und hier hinten unten ist eigentlich erst der Darm. Und bei der Endometriose-Patientin, da wächst über den Zeitraum, wenn nicht irgendwie therapiert wird, alles zusammen. Und man kann sich, finde ich, sehr, sehr gut vorstellen, dass es eine schmerzhafte Geschichte sein kann. Die Vorteile einer Operation ist, dass ich einmal die Diagnose stelle, die Diagnose, die ich eben anders nicht stellen kann. Wir haben keine Blutmarker, mit denen wir das feststellen können. Und die Diagnostik ist auch noch nicht ausreichend ausgereift, dass ich also jetzt die Bauchfellendometriose wirklich gut sehen könnte. Und ich kann es auch gleich therapieren. Aber wenn ich es dann therapiere, dann ist es wirklich wichtig, dass ich ganz sorgfältig vorgehe und eben alles seziere. Die alten Herde, aber auch die neuen Herde. Und da muss man sehr genau gucken, dass man wirklich alles findet. Bei der tief infiltrierenden Endometriose ist ja auch Darm betroffen. Und wenn man die also tatsächlich behandeln muss, weil sie erhebliche Beschwerden macht, dann sollte man schon auch immer ein entsprechendes Team vor Ort haben, die sich damit auskennen, wie ich das möglichst schonend und schnell machen kann. Denn auch die OP-Zeit ist für sämtliche Komplikationen ein ganz wichtiger Faktor. Eine weitere Form der Endometriose ist die an den Eierstöcken. Hier ist besonders wunderbar für die Patientin. Es lagert sich Gebärmutterschleimhaut am Eierstock ab und es kommt dann zur Bildung von solchen Zysten. Die sind im Ultraschall unheimlich gut eigentlich sichtbar und wir nennen die auch Schokoladenzysten, weil wenn sie aufgehen, sieht es aus, als wenn so flüssige Schokolade ausläuft. Tatsächlich irgendwie sehr nett ausgedrückt, aber tatsächlich ist es eine blöde Situation für die Frau, weil wenn man die entfernt, kommt es immer zum Verlust von Eizellen. Tatsächlich hat aber die Endometriose selber auch einen negativen Effekt am Eierstock auf die Eizellen, weil sie ja eben hineinwächst in das Gewebe. Also sie bleibt nicht oberflächlich, sondern sie wächst eben hinein und zerstört dadurch auch Eizellen. Es ist so, dass wenn die Endometriome, so nennt man die dann, diese großen Schokoladenzysten, wenn die groß sind, dann können die auch für IVF-Behandlungen unter Umständen sehr störend sein. Also IVF-Behandlungen sind Behandlungen, wo man versucht, eben durch künstliche Befruchtung eine Schwangerschaft herzustellen.
Wir arbeiten gerade bei Endometriomen sehr eng mit unseren ganzen Kollegen aus der Reproduktionsmedizin und der Frau Professor Sänger zusammen, weil man auch nicht so viel operieren darf an der Stelle. Ein erstes Endometriom ist immer relativ leicht zu entfernen, was eine gewisse Größe hat. Aber wenn schon mehrfach voroperiert worden ist, dann muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass man die Eizellreserve, also das, was an potenziell verfügbaren Eizellen für eine Schwangerschaft noch da ist, dass man die deutlich reduziert. Insofern arbeiten wir da immer zusammen und beraten uns zusammen, ob die jetzt wirklich stören für eine Behandlung, ob man sie wirklich entfernen muss, ob man sie nachher erst entfernt oder wie man am besten vorgeht, in jedem Fall einzeln. Das ist auch altersabhängig und es ist auch abhängig von dem Hormonstatus der Patientin und wie eben die Reserve der Eizellen noch vorhanden ist. Ich habe hier einmal noch ein Bild mit eingefügt. Hier ist ein normal großes Ovar mit nur ganz kleinen Endometriomen und hier ist halt ein Ovar, das praktisch völlig mit so einem Endometriom aufgefüllt ist. Und da kann man sich schon vorstellen, dass man so ein Endometriom ganz substanziellen Defekt an einem Eierstock setzt, alleine schon ohne, dass ich es operiert habe. Wenn man operiert, ist es wichtig, dass man mit der Blutstillung recht vorsichtig ist. Dass man also nicht einfach versucht, mit Strom eine möglichst großflächige Blutfreiheit zu erreichen, indem man viel Gewebe kaputt macht, sondern man muss andere Materialien anwenden, um nach Möglichkeit wenig weiteres Gewebe, wenig Sekundärschaden zu produzieren. Tja, und dann kommt noch die medikamentöse Therapie, die tatsächlich ein sehr schwieriges Thema ist, weil sie für Patienten unter Umständen deutlich unangenehmer sein kann, eigentlich als eine Operation, weil sie sich nicht wohlfühlen damit. Es gibt verschiedene Dinge, die ich nehmen kann. Das eine ist die kombinierte hormonale Kontrazeption, das heißt eine Pille, die aus zwei Substanzen besteht, Gestagenen und Östrogenen. Oder ich kann ein reines Gestagen nehmen, oder ich kann eine Spirale einnehmen oder GnRH. GnRH, das erkläre ich gleich noch, was das ist. Es gibt neue Versuche mit Aromatasehemmern und selektiven Progesteronrezeptorhormonatoren. Ich erkläre gleich noch, was das ist. Die kombinierte Pille, die hat also insofern den Vorteil, dass sie den Eisprung verhindert. Und die kann dadurch relativ gut Schmerzen verhindern und hat weniger so Nebenwirkungen, was die Stimmung betrifft. Es geht auch relativ gut im Verhindern von Schmerzen beim Verkehr. Und insbesondere bei der Entstehung von erneuten Endometriomen ist die Pille eigentlich als sehr geeignet anzusehen. Die reine progesteronhaltige Pille, das ist eigentlich grundsätzlich das, was man so per se empfiehlt bei der Endometriose-Patientin, die bildet ein sogenanntes östrogenarmes und progesteronreiches Milieu. Warum will man das? Weil die Östrogene, wie ich vorhin bei einer der ersten Folien gezeigt habe, eigentlich diese Entzündungsstoffe, die in der Bauchhöhle sind, noch befeuert. Während das Progesteron tatsächlich einen entzündungshemmenden Effekt hat und auch zur körpereigenen Zellsterben führen kann. Also die Endometriose-Zellen, die versterben sozusagen teilweise über das körpereigene programmierte Zellsterben. Zugelassen ist normalerweise die Bisan, beziehungsweise jetzt gibt es auch Generika davon. Im Prinzip sind eben 2 Milligramm Dinogest enthalten. Nachgewiesen ist, dass die Dysmenorrhoe und die nicht-zyklischen Dauerschmerzen dadurch eigentlich relativ gut behandelt werden können. Aber man muss auch ganz klar sagen, 25-30% der Frauen haben keine Symptombesserung. Und deswegen ist es halt ein schmerzhaftes Thema, weil man was einnimmt, was möglicherweise auf die Stimmung schlägt und andererseits aber die Schmerzen gar nicht so gut therapiert, wie man sich das wünscht. Die Spirale, die Hormonspirale, also die ist auch progesteronhaltig. Die ist von Vorteil, insbesondere für Patienten mit Endometrioseherden in der Gebärmutter. Der große Vorteil ist, dass nur niedrige Dosen absorbiert werden. Und im Gegensatz dazu, wenn ich Östrogene schlucke, dann wird immer ein großer Anteil schon in der Leber abgebaut. Das ist bei der Spirale nicht. Das gelangt sozusagen direkt vor Ort an die Schleimhaut. Und nachteilig ist aber, die Spirale verhindert einfach keinen Eisprung. Damit habe ich sozusagen die Situation im Bauchfell selber überhaupt nicht verbessert. Wenn ich da einen Haufen Entzündungsmediatoren sozusagen habe, dann verbessere ich durch die Spirale diesen Zustand nicht. Und es kann also dann bei den Schmerzen doch auch einfach gar nicht so viel helfen. Deswegen empfohlen, ganz klar, für die Adenomyose. Was auch angewendet wird, aber nicht so lange angewendet werden kann, sind die sogenannten GnRH-Agonisten. Üblicherweise ist es so, dass vom Kopf her Substanzen ausgeschüttet werden, die dann dazu führen, dass die Eierstöcke eben zyklisch arbeiten, zunächst Östrogene produzieren und dann Progesterone. Und wenn ich diesen Kreislauf störe zwischen Kopf und Eierstöcken, indem ich eben
ähnliche Substanzen gebe, dann kann man Frauen damit in die künstliche Menopause setzen. Das heißt, sie sind eigentlich in den Wechseljahren. Die Symptomreduktion ist erstmal gut, also die schmerzhafte Menstruation ist weg, der chronische Schmerz geht auch weg. Aber ich muss das immer kombinieren mit ein paar Östrogenen, damit ich nicht die schrecklichen Nebenwirkungen wie Knochensubstanzverlust allzu sehr mittragen muss. Und dadurch, dass es eben Nebenwirkungen hat, das ist die Stimmung, das ist der Knochenverlust und das ist auch das Risiko an Gefäßen. Deswegen kann man es als Dauertherapie eigentlich nicht geben, sondern das kann immer mal nur eine Intervalltherapie sein. Und in vergleichenden Studien hat sich da nicht gezeigt, dass es jetzt irgendwie gravierend besser wäre als die Pille oder eben diese 2 Milligramm Progesteron, die Jenogest oder die Spirale. Also da gab es jetzt nicht so den durchschlagenden Erfolg, den man sich jetzt so erstmal gedacht hat. Was auch probiert wurde, sind sogenannte Aromatase-Inhibitoren, weil die Endometriose-Patienten einfach in ihrer Schleimhaut, auch in der Gebärmutter und aber auch in den Herden eine Aromatase nachweisen. Und die Aromatase ist ein Enzym, was aus Testosteron und seinen Vorstufen eben Östrogene produziert und Östrogene wiederum befeuert die Bildung der Schleimhaut und befeuert aber auch die Bildung von Entzündungsmediatoren. Der Gebrauch ist absolut off-label, also off-label für alle, die es jetzt nicht wissen, heißt, es ist überhaupt nicht dafür zugelassen, es ist nicht dafür gedacht, auch nicht freigegeben. Es kommt eigentlich aus der Brustkrebstherapie und ist wirklich nur in absolut therapierefraktären Patienten kann man das mal versuchen. Aber auch diese Medikamente haben eben entsprechende Nebenwirkungen. Es sind Knochen, Gelenkschmerzen, Fatigue. Und deswegen ist es vermutlich auch für die Zukunft jetzt nicht die Therapie der Wahl und wird auch nicht den großen Durchbruch bringen. Etwas neuer sind die... etwas neuer sind die sogenannten selektiven Progesteronrezeptormodulatoren, die aber sehr stark in Verruf geraten sind, weil sie Veränderungen an der Leber verursachen. Einerseits mit Erhöhung der Leberenzyme und... Ein besonders bekannter Vertreter war das Esmer. Das hat man sehr gerne für die Reduktion von Myomen eben eingesetzt. Und das hat so richtig schwerwiegende Leberschäden auch geführt, sodass es zweimal inzwischen vom Markt genommen wurde. Und damit denke ich auch nicht, dass es jemals wieder zurückkommt auf den Markt. Die GnRH-Antagonisten, die sind eine relativ neue Substanzgruppe. Die sind noch nicht wirklich so gut erforscht, weil ich weiß, sie wirken ähnlich wie die Agonisten. Also Agonist heißt, dass die Hormone, die im Kopf ausgeschüttet werden, die Agonisten sehen im Prinzip genauso aus. Und Antagonist heißt eigentlich, dass die Hormone, die im Kopf ausgeschüttet werden, die sehen zwar ähnlich aus, aber im Prinzip werden nur die Annahmestellen für diese sozusagen gestoppt, gesetzt, sodass sie nicht mehr andocken können am Eierstock und dann kommt es dazu, dass keine Hormone mehr produziert werden. In der Schmerzreduktion ist es eigentlich ganz gut. Die Menopausensymptome sind möglicherweise weniger. Das Problem ist, dass es noch völlig ungeklärt ist, ob eine sogenannte Add-Back-Therapie, das heißt eben doch ein paar niedrig dosierte Östrogene erforderlich sind, damit die Patientin nicht unter einem langjährigen Knochensubstanzverlust, der sich auch nicht mehr erholen wird, das muss man auch immer dazu sagen, leiden muss. Das Problem der medikamentösen Therapie ist eben das, sobald sie abgesetzt wird, kommen alle Symptome wieder. Die Akzeptanz ist verständlicherweise aufgrund der Nebenwirkungen natürlich nur eingeschränkt. Wenn ich mich nicht gut fühle damit, kann ich das sehr gut verstehen, dass ich das auch nicht nehmen will. Und viele Frauen berichten halt, naja, ich stehe da irgendwie so neben mir, es fühlt sich alles gar nicht so echt an und das ist natürlich nichts, was man als Frau haben will. Und ursächlich, warum die gar nicht so gut ansprechen, immer ist natürlich ganz klar das Stadium des Endometrioseherz. Und da denke ich, ist die OP eben schon wichtig und eine schlechte OP kann halt durch eine Hormontherapie nicht wirklich verbessert werden. Da kann man nichts dran machen. Es sollte schon gut gemacht sein und wirklich alles entfernt werden. Warum es aber trotzdem wichtig ist, vielleicht Hormone einzunehmen oder zumindest dieses Jenogest, das zeigt diese Studie hier, die ist von 2017. Und die konnte einfach zeigen, dass wenn Jenogest nach einer erfolgreichen Operation eingenommen wurde, die Rate von Endometriomen auf 5% gesenkt wurde.
statt 31%, wenn es nicht eingenommen wurde. Der Verlauf, hier unten sieht man es in Monaten, also war schon länger, über fast 80 Monate, das ist ein langer Zeitraum. Das nächste ist, dass auch die Schmerzen dadurch eigentlich sehr positiv beeinflusst wurden, während bei den Patienten, die eben keine Medikamente eingenommen hatten, ganz klar zu sehen war, je länger die Zeitdauer war, desto mehr haben einfach wieder Schmerzen entwickelt. Das ist die eine Sache. Und das andere ist, dass es auch Sinn macht, bei Kinderwunsch es vielleicht einzunehmen, weil nicht jeder will seinen Kinderwunsch bloß, weil er Endometriose hat, mit 22 schon umsetzt. Es ist so, wenn die Patientin ein Endometriom hat und dieses Endometriom entfernt wurde und danach macht man einfach mal nichts oder nimmt ein Placebo ein, dann wird sich auch wieder hier in Monaten unten abgebildet, über einen Zeitraum von 60 Monaten wird sich also in einer großen Anzahl der Patientinnen, hier waren es 69% der Patientinnen, wieder ein neues Endometriom zeigen. Wenn die Patientin dagegen die Genogest irgendwie eingenommen hat, dann haben wir den Vorteil, dass sie nur in 5% der Fälle nochmal ein Endometriom entwickeln. Insofern kann also unter der Maßgabe des Kinderwunsches es durchaus eine sehr sinnvolle Option sein, dieses Genogest für eine Zeit einzunehmen, weil, wie gesagt, nicht jeder mit 22 unbedingt schon Kinder haben will. Was berichten uns aber eigentlich die Patienten? Und das ist sehr, sehr interessant, weil die Patienten berichten es eigentlich alle und Forschung gibt es dazu gar nichts, muss man mal sagen. Und das eine ist, Yoga macht fast jede Endometriose-Patientin, möchte ich sagen. Alle Patienten berichten, dass die Ernährungsumstellung irgendwie hilft, dass es sich lohnt, ein Tagebuch zu führen, was ich esse und was ich gut vertrage oder nicht. Viele berichten über glutenfreie Ernährung. Ganz klar ist auch, dass der Stressabbau hilft. Aber ich glaube, wenn man Schmerzen hat, dann hilft einfach Stressabbau immer, weil Schmerzen werden immer einfach viel schlimmer noch, wenn ich noch zusätzlich wahnsinnig viel Druck habe. Es hilft aber auch ganz einfach mal darüber zu sprechen und eben ernst genommen zu werden und nicht gesagt zu bekommen, das ist alles normal, dass man diese Schmerzen hat. Viele Endometriose sagen auch, warme Getränke tun ihnen viel, viel besser als kalte. Und eine ganze Reihe von Endometriose-Patienten sind vegetarisch und vegan sozusagen hauptsächlich orientiert. Es ist so, dass es, was die Ernährung betrifft, dass man sich hinsichtlich vegetarisch, vegan und Gluten, man hat versucht, da irgendwas zu finden. Aber ich glaube, die Endometriose-Diät in dem Sinne gibt es nicht. Es wäre aber auch verwunderlich, weil wir Menschen alle genetisch unterschiedlich sind. Und zumeist ist immer alles so ein Zusammenspiel. Deswegen glaube ich, lohnt es sich schon zu gucken, was man selbst gut verträgt und was gut sein kann. Ein paar Studien sind aber schon gemacht worden. Und das eine ist zu dem Resveratrol. Das ist ein Phytoalexin. Das ist, wenn eine Pflanze einen Infekt bekommt, dann produziert sie das plötzlich. Und das macht sie deswegen, weil es sozusagen ihr eigenes pflanzeneigenes Antibiotikum ist. Und dadurch wirkt die Pflanze an sich mit diesem Phytoalexin antiinflammatorisch und es verhindert auch, dass neue Gefäße gebildet werden. Bei Pflanzen gibt es natürlich neue Wasserleitungen und es wirkt auch antioxidativ und es befördert auch den sozusagen programmierten eigenen Zelltod. Es gibt nur ganz kleine Studienkollektive, aber es hat ein bisschen was im Zusammenhang mit anderen Medikamenten, auch mit denen und jetzt, hat es beigetragen zu einer Schmerzreduktion. Und der Unterschied war durchaus auch zumindest signifikant darstellbar. Kurkuma, das ist auch was, das habe ich von Endometriose-Patienten selber gelernt, dass ihnen das hilft. Und es haben auch viele andere Ärzte lernen müssen, dass es offensichtlich was sehr Hilfreiches ist. Deswegen geht die Uni Wien geht genau dieser Fragestellung jetzt nach. Die geben den Patienten Flexophytol einmal täglich. Und bei Osteoarthritis, da hat es gut geholfen. Und vielleicht ist es auch ein guter Ansatz für die Endometriose und hilft da auch gut. Aber es wird gerade noch untersucht. Ich habe die Frau Ott kennenlernen dürfen. Die ist die Leiterin hier in Bonn von der Selbsthilfegruppe. Von der habe ich viel gelernt. Und die hat mich sehr freundlich aufgenommen in der Selbsthilfegruppe. Und zusammen mit ihrem Team, was sich da so trifft, und aber hauptsächlich durch ihre persönliche Eigenarbeit, hat sie eine wirklich wunderschöne Webseite mit vielen Informationen zur Endometriose gemacht und hat inzwischen jetzt auch noch ein Buch geschrieben. Das ist jetzt gerade eben rausgekommen. In Vorbereitung auf den Vortrag haben wir nämlich nochmal miteinander gesprochen. Und das beschreibt so ein bisschen ihren eigenen Lebensweg und ist vielleicht auch ganz interessant,
einfach zu hören, wie geht es anderen und dass das wirklich wahrgenommen wird und dass es echt immer mehr Leute gibt, die über Endometriose sprechen. Und es sind immer noch nicht genug, aber es wird. Ja, ich wäre sozusagen fertig mit meinem Teil erstmal. Und ja, genau. Dann, wenn Sie die Maus haben möchten, dann gehen wir über in den zweiten Teil des Abends, in den zweiten Vortrag. Bitte. Ja, liebe Frau Wagner, liebe Zuschauer, erstmal vielen Dank für diese Möglichkeit, hier abends über Endometriose zu sprechen. Und ich sage immer, Endometriose ist eine sehr ernste Krankheit, obwohl das keine bösartige Krankheit ist, ist aber eine chronische Krankheit. Und das nimmt nicht nur die Patienten, das ist auch das soziale Umfeld, das ist der Partner, Familie, Kinder, auch die Freundinnen und die Kollegen. Die Patienten leiden zwischen 20 und 40. oder 45. Lebensjahr. Und das ist die schönste Zeit von einer Frau. Und in dieser Zeit hat sie oder leidet sie an die chronischen Schmerzen. Wenn man bedenkt, dass man pro Monat hat circa 6-7 Tage mit chronischen Schmerzen, pro Jahr sind das wahrscheinlich 50-60 Tage, und wenn man bedenkt, dass für die Diagnose braucht man zwischen 6 und 10 Jahre, dann können Sie selber berechnen, was das bedeutet für einen Patienten, an Endometriose zu leiden, was bedeutet das für die Familie, was bedeutet das für die Umgebung und was für eine Lebensqualität haben diese Patienten. In Deutschland, laut Statistik, sind ca. 40.000 erkrankte Patienten mit dieser Krankheit, aber ich denke viel mehr, weil die Diagnose ist extrem schwierig zu stellen und deswegen, man muss das ernst nehmen und auch die Gynäkologen und auch die Hausärzte sensibilisieren, dass so eine Krankheit gibt und welche Diagnose da ist und wo kann man die Patienten schicken und wie kann ich das behandeln. Es gibt gezielte Kriterien für die Endometriose-Zentren. Und das heißt, es muss erstmal eine echte Sprechstunde für diese Patienten sein. Das muss mindestens 2 Personen oder 2 Kollegen da in dieser Sprechstunde sitzen, die mit dieser Krankheit sich beschäftigen und kennen auch alle Therapiemöglichkeiten. Man muss eine Einbindung sein zu einem Zentrum für Reproduktionsmedizin, auch eine Schmerzambulanz, Psychosomatik. Man muss auch beherrschen die laparoskopischen Operationen. Mittlerweile, das ist ein Standard für Endometriose, dass die Behandlung erfolgt nur mit der Bauchspiegelung und nicht mit einem Schnitt. Das ist weniger traumatisch und die Patienten können auch nach 4 Stunden nach Hause gehen, wenn das eine diagnostische Laparoskopie und auch in einem Zentrum, das ist sehr oft eine diagnostische Laparoskopie, ist gleichzeitig eine operative Therapie. Man muss eine Connection und eine gute Arbeit mit Urologen haben, mit Chirurgen, weil das ist eine multidisziplinäre Arbeit und man macht oft zusammen diese Operationen. Es ist sehr wichtig, auch mit den Patienten nach der Operation sprechen, danach zu behandeln, zur Nachsorge zu machen und deswegen eine Anbindung und Kontakte mit Selbsthilfegruppen vor Ort ist sehr, sehr wichtig. Und für mich als universitäre Klinik, es ist auch sehr wichtig, dass wir auch Forschung treiben, dass wir neue Therapiemöglichkeiten, neue Operationsmöglichkeiten für diese Patienten entwickeln. Und damit können wir Lebensqualität Patienten verbessern und vielleicht irgendwann können wir auch diese Krankheit behandeln. Was wir in Bonn haben, das ist alles, was ich bis jetzt genannt habe. Und Sie sehen unsere Diagramm. Wir haben unter einem Dach Kontakt und alle Abteilungen sind hier vertreten. Das ist die Reproduktionsmedizin, das ist die Schmerztherapie, das ist die Psychosomatik, das ist die Chirurgie, Radiologie, das ist eine Studienzentrale und das ist auch eine Selbsthilfegruppe und natürlich eine Endometriose-Sprechstunde. Das heißt, wenn ein Patient kommt in so einem Konstrukt, dann kann man über die kurzen Wege
und in einer kurzen Zeit einen Termin geben und eine komplette Beratung und auch eine Organisation für eine operative Therapie und danach eine medikamentöse Therapie anbinden in Studien und auch danach Kontakt mit Selbsthilfegruppe, mit Psychosomatik, mit Schmerztherapie und natürlich auch Planung und Unterstützung beim Kinderwunsch dieser Patienten. Was für uns sehr wichtig ist, dass wir die komplette Palette von modernen Therapie die Patienten anbieten und wir planen jetzt auch eine robotikassistierte Chirurgie bei Endometriose. Wir bieten jetzt auch verschiedene neue Technologien, so wo wir weniger koagulieren. Wir koagulieren mit Ultraschall und nicht mit Strom. Wir haben auch 3D-Laparoskopie und das ist ein großer Vorteil. Warum? Weil eine 3D-Laparoskopie zum Beispiel macht 7-fach Vergrößerung und ich sehe besser diese Herde und ich kann die besser entfernen. Und wir haben auch andere Möglichkeiten, nicht nur mit Strom zu koagulieren oder zu verlösen, diese Medikamente. Und wir arbeiten auch an verschiedenen klinischen Studien und neue Therapiemöglichkeiten. Frau Dr. Eger hat schon gesagt, dass Operationen sehr wichtig und es ist sehr oft nach der Operation und auch ohne Operation, dass diese Patienten Verwachsungen entwickeln. Und das führt zu Schmerzen postoperative, das führt auch nicht nur zu Schmerzen, aber auch zu Darmverschluss und zu Notfalloperationen. Deswegen arbeiten wir und wir bieten die Patienten auch eine Adhäsionsprophylaxe mit mehreren Medikamenten. Hier ist nur ein Beispiel, das ist so ein Polysaccharid. Zuckerpulver und wir machen ein Gel damit. Er bleibt 5 Tage im Körper. In diese 5 Tage normalerweise entstehen die Verwachsungen. Wenn das ein Gel ist oder eine Flüssigkeit im Körper, dann verhindert das Verwachsung bilden und die Patienten haben wir danach weniger Schmerzen. Wir planen präklinische und klinische Studien. Wir arbeiten jetzt in einem Studienkonzept, wo wir nach der Entfernung von einer Zyste aus dem Ovar, von einem Endometrium, dass wir die ovariale Reserve oder die Eizellen dort erhalten, dass wir das nicht mit Strom bearbeiten, dass wir das mit einer anderen Substanz bearbeiten, wo die Eizellen drin bleiben und damit die Frau danach besser mit dem Kinderwunsch weiterkommt. Wir planen jetzt eine neue Software, wo wir alle Patienten mit Endometriose werden in einer Databank aufnehmen. Damit können wir besser diese Krankheit verstehen. Damit können wir auch die Symptomatik verfolgen, die Nachsorge verfolgen. Und das soll als eine Plattform für neue Therapieideen und auch für die Studien. Und wir planen auch eine Studie, wo man untersucht auch, neigen die Patienten zur Entstehung zum Beispiel einem Eierstockkrebs, klarzellig oder seropapillär, die in Anamnese eine Endometriose haben. Und wir arbeiten in unserem Forschungslabor an einer neuen Therapiemöglichkeit mit kaltatmosphärischer Plasma. Da gibt es schon Daten, dass das eine apoptotische Funktion hat und wahrscheinlich wird das auch an die Patienten mit Endometriose wirken. Wir befinden uns in einer sehr interessanten Situation jetzt in dieser Corona-Zeit und das ist auch uns wichtig, dass wir weiter die Patienten richtig behandeln und dass wir auch die Patienten nicht im Stich lassen und wir sind jetzt in unserem Routinebetrieb, wir machen normal die Sprechstunde, wir erlauben auch, dass die Besucher zu Patienten kommen. Aber trotzdem ist es uns wichtig, ein Feedback zu bekommen, nicht nur von Endometriose-Patienten, auch von Krebspatienten. Wie können wir das am besten machen? Und da haben wir eine Umfrage erstellt und das ist nur ein Auszug von dieser Umfrage. Und wir möchten wissen, wie fühlen Sie sich als Patient in dieser Zeit? Was können wir besser machen? Was denkt Ihre Familie? Fühlen Sie sich sicher, wenn Sie zu uns in die Sprechstunde kommen? Und fühlen Sie sich sicher, wenn wir sagen, wir operieren Sie jetzt in dieser Corona-Zeit, wo auch auf die Station vielleicht 1 oder 2 Patienten mit Covid-19 erkrankt ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch bei dieser Umfrage mitmachen. Und Sie können diese Umfrage auf die Webseite von der Frauenklinik finden. Sie können auch auf der Facebook-Seite von UKB finden. Und
Da sind 3 Seiten, 3 Minuten auszufüllen und das hilft uns schon weiter. Vielleicht bei der nächsten Corona-Exposition oder vielleicht bei der nächsten Katastrophe. Und ich werde mich freuen, wenn jetzt wir in eine Diskussion, in einen Dialog gehen. Wir stehen beide zur Verfügung für alle Fragen. Und hier sind unsere Kontaktdaten. Wir sind immer erreichbar und wir garantieren, dass Sie einen schnellen Zugang in unsere Sprechstunde bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank für die beiden Vorträge. Das bringt genau mich wieder ins Spiel, beziehungsweise Sie alle. Ich hoffe, dass Sie also die wichtigsten Informationen bekommen haben. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir als allererstes ganz kurz die Fragen oder einige der Fragen beantworten, die über den sozusagen im Zuge des Generalanzeigerartikels aufgekommen sind. Es gibt dort eine Anfrage, also die Anfragen, die dort nicht beantworten, die wir jetzt hier nicht beantworten können, so würden wir schriftlich nochmal auf Sie zukommen. Da haben wir ja die Kontaktdaten, das habe ich mit den beiden Experten besprochen. So, die erste Frage, die ich gerne stellen würde, ist zum Thema Endometriose und Kinderwunsch gestellt worden, und zwar bei einer Patientin, die seit 2012 eine Endometriose hat, auch schon einen Schokoladenzyste entfernt bekommen hat und Vernarbungen hat. Jetzt ist sie seit letztem Jahr, hat sie einen Kinderwunsch und die Pille wurde abgesetzt. Nun wurden vor ein paar Wochen eine 1 Zentimeter große Zyste entdeckt. Die Gynäkologin hat zum Zuwarten erstmal geraten. Die Frage aber ist, ob es sinnvoll wäre, vor einem Jahr nochmal das Ganze zu kontrollieren. Und prinzipiell die Frage, ob es Erfahrungswerte gibt, wie sich die Endometriose in einer Schwangerschaft zeigt. Ja, also es gibt zu allem Erfahrungswerte, also grundsätzlich bei einem 1 cm großen Endometriom, zumal wenn schon voroperiert wurde, wäre ich auch zurückhaltend, gleich wieder zu operieren, es sei denn, es gäbe noch andere Gründe. Aber da gibt es auch eine ganz gute Leitlinie von der Gesellschaft für Reproduktionsmedizin, von der Europäischen Gesellschaft. So bis 3 Zentimeter versucht man, vor allen Dingen, wenn schon voroperiert wurde, nicht unbedingt zu operieren. Weil man, wie vorhin gesagt, auch immer Eizellen dabei kaputt macht, also Ovargewebe einfach zerstört, was ja wertvoll ist und auch in Anbetracht für eine Schwangerschaft. Die Endometriome wachsen etwas weniger unter der Einnahme von diesem Diemogest. Das muss man ganz klar sagen. Man kann sicherlich den Schall auch schon in einem halben Jahr machen und schauen, wie es sich verhält. Ich denke nicht, dass es in einem halben Jahr auf 7 Zentimeter anwächst. Das wäre also sehr, sehr ungewöhnlich, würde ich denken. Und Endometriose mit Schwangerschaft, ja, da sind schon Erfahrungen da. Es gibt eine Reihe von Endometriose-Patientinnen, das ist die gute Nachricht, die werden problemlos schwanger mit ihrer Endometriose und die entbinden auch problemlos und haben vielleicht danach sogar den Benefit, dass es ihnen etwas besser geht, weil die Endometriose allein durch die Schwangerschaft gut aufgehalten wurde. Es gibt aber auch den Vergleich zur großen Mehrheit ohne Endometriose, der zeigt, dass Endometriose ein bisschen vermehrt zu Komplikationen im Bereich von Plazenten, also wie der Mutterkuchen sozusagen in die Gebärmutter einwächst, führen kann, also zu mehr Blutverlust unter Umständen bei Geburten und aber auch zu Schmerzen aufgrund von Verwachsungen im Rahmen der Schwangerschaft. Auch da haben wir in unserer geburtshilflichen Abteilung eigentlich eine enge Betreuung von Endometriose-Patienten, die oft gesehen werden, damit also auch um Gottes Willen nicht irgendwie zu früh entbunden wird aufgrund von Schmerzen, sondern dass immer wieder ganz genau nachgeschaut wird, ist es wirklich erforderlich, sind es die Endometriose-Narben, die lassen sich sehr gut im Ultraschall nämlich sehen. Die bluten unter Umständen auch in der Schwangerschaft mal ein und vergrößern sich dann etwa, aber auch das muss nicht immer sofort der Grund sein, dass man entbindet. Da ist hier auch eigentlich sehr gute Erfahrung da. Es ist also in jedem Fall individuell, wie es ausgeht. Im besten Fall geht es einfach nur alles gut aus und ohne Probleme und ohne, dass man Hilfe braucht. Und wenn man Hilfe braucht, dann ist die aber auch zu kriegen. Okay, dann noch eine Frage dazu. Die Einnahme von Mönchspfeffer vor der Schwangerschaft. Ja. Also vor der Schwangerschaft ja, auf jeden Fall. Also Mönchspfeffer führt ein bisschen zu einer vermehrten körpereigenen Progesteron.
Produktion. Und vermutlich ist da der positive Effekt von dem Mönchspfeffer bei einigen Patienten sozusagen zu finden. Okay. Dann würde ich zum Thema bioidentische Hormontherapie kommen, OSADA-OP, das sind die Stichworte dazu. Die Frage, bringt eine bioidentische Hormontherapie bei Endometriose etwas? Also, dass sie besser wäre als die synthetischen Hormone, das konnte bislang nicht nachgewiesen werden. Das war so ein bisschen die Hoffnung, dass man das machen könnte, weil man sozusagen mehr körpereigene hat, aber tatsächlich kommen die Nebenwirkungen der Hormone, die kommen nicht von dem synthetischen Anteil, sondern wer sich selber genau beobachtet, der wird als Frau immer merken, dass er in der ersten Zyklushälfte immer deutlich besser gelaunt ist und irgendwie glücklicher ist als in der zweiten Zyklushälfte. Das sind so Marker einfach. Also die körpereigenen Hormone, die machen mit einem schon auf das Gleiche. Also deswegen, sie sind jetzt nicht unbedingt als viel besser. Es mag sein, dass es für den einen oder anderen sich besser anfühlt und ausprobieren kann man das auf jeden Fall. Aber ich denke, das ist immer individuell. Okay. Ja, so SADA, okay. Also wir bitten die gesamte Spektrum von Therapiemöglichkeiten, auch operative Therapie und auch die OSADA-Operation. Das ist sehr interessant, dass der Professor OSADA, der hat seinen Facharzt in Deutschland gemacht, in Mainz, und dann ist er zurück nach Japan. Ich habe ihn besucht mit einem Vortrag vor circa 9 Jahren, wahrscheinlich in Kyoto. Und wir kennen uns sehr gut. Und ja, wir bitten diese OP. Das ist eine Operation. Es gibt auch eine Serie von Studien zu dieser Operation und bei Adenomyose uteri, besonders wenn das fokal ist und lokalisiert, auch Fundus uteri, da kann man das resizieren, entfernen und dann eine Plastik zu machen, so dass man danach auch schwanger werden kann. Die weitere Frage geht es um das Prämenzelle Syndrom. Kann das auftreten, obwohl es eine OP gab und obwohl eigentlich keine Periode mehr da ist? Ja, leider ja. Leider ja, muss man dazu sagen, weil das natürlich ganz eng auch mit der erhöhten Progesteronausschüttung eben verbunden ist. Und deswegen kann es also trotz OP auch weiterhin da sein und wird dadurch nicht sozusagen verbessert. Das ist auch immer dann noch vorhanden. Es gibt einige Frauen, die sich aufgrund starker Schmerzen bei der Menstruation so Mitte 40 oder Ende 40 dann vorstellen zur Gebärmutterentfernung, aber auch da wird das prämenstruelle Syndrom durch die Gebärmutterentfernung nicht besser, nur die Menstruationsschmerzen. Okay, da also nicht so ganz so positive Neuigkeiten. Dann zum Thema Endometriose und Wechseljahre. Eine Dame, die 51 Jahre alt ist und mehrfach Verwachsungen hat, die zum Teil auch gelöst wurden, die aber sich auch wieder neu ergeben haben und Probleme bereiten. Sie möchte sich aber nicht so gerne nochmal operieren lassen, weil sie Angst hat, dass die Verwachsungen nach jedem Eingriff schlimmer werden. Jetzt ist die Frage bei ihr, gibt es die Chance, dass die Beschwerden nach den Wechseljahren vorbei sind? Oder ob die Verwachsungen danach immer noch Schwierigkeiten machen? Und falls sich das nicht bessert durch die Wechseljahre, welche Behandlungsmöglichkeiten gäbe es dann? Also es ist schwierig zu sagen, weil ich habe mir die Frage einmal durchgelesen, die ist recht lang. Und da war es so, dass eigentlich nie eine richtige Operation, also die Operation ist schon über 20 Jahre her und die war aber auch nicht so richtig, weil da kam es irgendwie zu Blutungen. Deswegen wurde auch nie so ganz sicher irgendwie die Endometriose diagnostiziert. Und dann wurde aber nicht mehr so viel gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel von der Endometriose tatsächlich wirklich entfernt wurde oder ob die nicht einfach immer komplett belassen wurde und dann eben einfach immer schlimmer wurde. Es kann natürlich sein, dass diese Narbenzüge dann auch nach den Wechseljahren noch wehtun. Es kann aber durchaus schon auch sein, dass es nach den Wechseljahren besser wird. Und wenn es nach den Wechseljahren immer noch schlimm ist, dann würde ich trotz allem einmal wagen, da reinzuschauen und eben dann die OP mit einer Lösung aller Adhäsionen und auch einer Adhäsionsprophylaxe, die wir da anwenden, zu versuchen. Weil die wirkt schon wirklich, in 3/4 der Patienten, wenn man da ein zweites Mal reingeschaut hat, dann waren da keine groben Verwachsungen. Das muss man schon sagen. Das war schon viel, viel besser als ohne. Und das würde ich dann schon wagen. Okay, also doch eher nochmal nachzuschauen. Dann die Frage nach dem Zusammenhang von Schilddrüsenerkrankungen und Endometriose.
38 Jahre alt ist die Dame, hat auch einen Kinderwunsch, hat aber seit 4 Jahren diagnostiziert, Schilddrüsenunterfunktion und ein Hashimoto-Syndrom. Welche Alternativen gibt es zur Behandlung von Endometriose statt Medikamente und OP? Ja, ist ganz schwierig. Also was auf jeden Fall bei Hashimoto wichtig ist, ist zumindest bei einer ganz großen Anzahl von Patienten die Selensubstitution. Also das wirkt sich extrem positiv aus. Das ist wichtig und Hashimoto wird nicht nur nach irgendwelchen Laborwerten tatsächlich behandelt. Also Hashimoto kann das Leben alleine auch ohne Endometriose schon nachdrücklich negativ beeinflussen. Und die Werte sind nicht das alles Entscheidende, sondern tatsächlich die Aufzeichnung dessen, wie man sich fühlt. Und danach werden also von vielen Leuten, die Hashimoto ganz wirklich engmaschig betreuen, eigentlich auch behandelt. Es ist leider so, dass ich die Schilddrüsenhormone, also diese Medikamente, die muss ich bei Hashimoto schon substituieren. Und es ist auch erforderlich, dass man immer wieder guckt, wie die Schilddrüse denn aussieht, nachdem ja durch diese Antikörper völlig aufgefressen wird mit der Zeit. Und deswegen kommt man auch in diese seltsame Dynamik, dass man manchmal etwas mehr aktiv ist und fast zittrig und dann ist es dann wieder kalt. Und das ist alles so eine Dysregulation, die sich aber in Laborwerten nicht immer manifestieren lässt, weshalb so von erfahrenen Ärzten die Medikamente auch unterschiedlich dosiert werden, so anhand der Symptome. Ob die jetzt mit der Endometriose im Zusammenhang steht, gefühlt würde ich auch sagen, dass Endometriose-Patienten überdurchschnittlich häufig Hashimoto haben. Ich habe also dann auch extra nochmal geguckt. Es ist aber jetzt nicht ein spezieller Link dazu, konnte sich bislang nicht finden lassen. Den Eindruck, den hatten andere Ärzte auch, dass das so ist. Aber tatsächlich konnte man es nicht unbedingt bisher verbinden. Ja, was gibt es für Alternativen? Die Alternativen sind natürlich alle aus der alternativen Medizin, dazu zählt eigentlich alles. Dazu zählt einerseits Beckenbodengymnastik, dazu zählt aber auch Akupunktur, dazu zählt alles, was es auf der homöopathischen Therapiepalette gibt. Es ist für nichts was nachgewiesen, das muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt aber ganz, ganz gute Artikel inzwischen, was man sich alles für Tees machen kann und die helfen bei unterschiedlichen Patienten. Aber die Hashimoto würde ich auf gar keinen Fall nicht medikamentös behandeln. Also die sollte in jedem Fall medikamentös behandelt werden. So. Und es gibt auch so ein paar, also ich kann ja dieses Medikament kann ich synthetisch herstellen und es kann aus Schweinen gewonnen werden. Und das wirkt bei einigen Hashimoto-Patienten auch besser. Da haben die sich ganz klar dazu positioniert. Okay. Dann Endometriose an den Nerven. Nervenbeteiligung. Die Patientin hat nachgewiesene Nervenschädigungen durch die Endometriose und stellt fest, dass das Thema Nervenbeteiligung bzw. Endometriose an den Nerven außer von Professor Vossauer in Zürich von der Gynäkologie wenig behandelt werden würde, aus ihr Eindruck ist das. Sie hat jedenfalls bislang dort, wo sie war, keine konkreten Aussagen bekommen dazu oder auch keine präzise Behandlung in Aussicht gestellt bekommen. Welche Anlaufstelle würden Sie denn empfehlen? Ja, das ist eine gute Frage. Also die Nervenbeteiligung bei Endometriose, besonders bei tief infiltrierender Endometriose, ist sehr oft. Und Standardtherapie zurzeit ist so, dass man Nervsparing macht. Das heißt, bei jeder Operation, wo man eine tief infiltrierende Endometriose hat, man muss alle Nerven darstellen. Das ist die Nervus hypogastricus, Nervus placitis und versuchen, das frei zu präparieren von dem Bindegewebe, von dem Narbegewebe, von der Endometrioseherde. Das heißt, man versucht das einfach wegzumachen von der Endometriose, so dass die Funktion von Blase, von Sensibilität, von der Scheide, dass das alles bleibt. Was passiert, wenn man das verletzt? Man hat Schmerzsymptomatik, man hat Blasenklärungsstörungen und Sensibilitätsstörungen im Bereich der Vulva und die Vagina. Deswegen, unsere Philosophie ist, dass wir immer bei dieser Operation müssen wir die Strukturen frei zu präparieren und versuchen trotzdem radikal diese Herde zu entfernen. Problematisch ist, wenn man die Endometriose-Herde infiltriert so tief, dass die beiden Seiten infiltriert sind, dann muss man bedenken, für die Innervation von der Blase, es reicht nur eine Seite. Und manchmal können wir eine Seite sparen und die andere entfernen, zusammen mit der Endometriose-Herde, sodass diese Funktion weiter erhalten steht. Also wir machen das, ich kenne noch mehrere Zentren in Deutschland, die das gezielt machen, aber für mich ist es eine Standardtherapie.
dass man Nerv erhalten operiert und auch versucht, dieser Patient zu helfen. Okay.